Ein Sohn der Zauberer, der Zauberer, der Zauberer, der Zauberer, der Zauberer hat gewonnen, der Zauberer hat gewonnen, Alter. Was ist bei dir los? Was machst du denn jetzt? Heikst, du hast dich was überlegt. Ja, ich muss doch das toppen. So, Heikst, du, erzähl mal, was ist das hier? Das ist eine, ist ein Puff. Ja. Und ja, wir reden jetzt gleich, der ist von der Couch parat. Und ja, ihr wisst ja, was dann passiert. Okay, also was ich eigentlich sagen wollte ist, das ist exakt das Fotostudio, wo wir den Nocturne-Trailer gedreht haben und hier shooten wir jetzt Fotos. Guck mal, das Grüne passt sogar zu unseren Hoodies fast schon, ne? Ja, oder auch nicht. Okay, gut, let's go. So, das ist exakt das Studio aus dem Nocturne-Trailer. Heikst, du? Du wirst jetzt geschminkt. Und Ria und Vivi sind auch da und die machen jetzt den Haidu hübsch, habe ich gehört. Nice, machen wir den Haidu hübsch. Cool, gefällt mir. Heikst, du bist jetzt hübsch gemacht. Oh, ach so. Ja, wir sorgen jetzt dafür, dass man dich einigermaßen erträgt. Ach so. Wir machen das jetzt genauso. Ich sehe noch hässlich aus. Ja, ich aber danke, Ria. Ria, du hast dein Bestes gegeben. Ja. Bei mir geht's aber ohne Katzenohren, oder? Nee, ich weiß nicht. Ja, aber schon. Ja, aber schon fand ich. Das Problem bei mir ist, Freunde, ja. Ich muss wechseln. Wer oder wo? Ich bleib vorhin gelernt. Okay. Hi, wir werden hier nicht benötigt. Ich kann doch eigentlich jetzt nach Hause gehen, schön. Ja, lass mal gehen jetzt. Und? So, it's a wrap. Die Fotos sind fertig. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit, deswegen werden jetzt noch private Fotos gemacht von genau, Heidun nackt. Ja, genau, und von Matti auch. Aber ich angezogen und Heidun nackt. Das sind bei OnlyFans. Genau, richtig. Das Profilbild für seinen OnlyFans-Account, den ich ihm noch einrichte, das ist eine Challenge, die ich gerade drehe. Dann kriegt der Hai nackt, liegt so quer auf so einer Couch, aber hält sich so ein Eden-Deck vorne hin. So, das ist so die Idee dahinter. Ich dann so mit so drei Bricks hintereinander. So, wir wurden gejoint von dem Marki Mark. Ganz begeistert von dieser Technik. Ja, ne? Das ist Wahnsinn. Oh, hi Mark. Und filmt das jetzt? Das filmt jetzt, ja. Oh, hallo Mama. Ja, und wir bowlen jetzt. Hi. Ich hoffe, du bist bereit zu sterben. Prepare to die. Okay. So, jetzt sind wir hier gerade dabei. Ich dachte, ich bin so lustig und schreibe unsere Namen da rein, dass ich bei Hai schreibe twitch.tv/haixdo. Wird einfach nicht angezeigt. Ja, moin. Weltmeister, Spezialgebiet, Bälle. So, Marc, ich würde dich darum bitten, du wirfst jetzt diese Kugel und drehst dich einfach um und guckst badass in die Kamera, während du dir den Strike holst. Okay. Okay? Oh, umdrehen, umdrehen, umdrehen! Oh mein Gott, Strike! Aber ganz kurz hast du dich gefreut. Ganz kurz hast du dich so, what? So, wir sind jetzt hier bei dem Currywurstladen schlechthin und essen jetzt eine ganz scharfe Currywurst, einfach um zu gucken, wie der Heido weint. Richtig, eine Bombenidee. Das ist eine Bombe. Klingt gut, oder? Was soll schon schief gehen? Ja, richtig. Hai stirbt, Ende. Heißt der Titel. Ich habe auf jeden Fall extrem Lust. Mark, 6, 7, 8 oder 1? Ja, also du hast ja natürlich das Mittelfeld, ne, die 5. Ich würde die 5 oder die 6 nehmen, ja. Ja, also dann lass doch einer die 5 und einer die 6 nehmen. Dann tauschen wir nach der Hälfte. Genau. Ich habe ein bisschen Angst auch. Ja, aber das gehört ja dazu. Das Schöne ist, die bieten hier auch so Kakao-Drinks an. Ich glaube, das ist glaube ich, eine sinnvolle Variante. Was an Cola sind gut, ja. Ja, ja, also entweder ein Ayran oder so ein Kakao-Ding. Also machen die 7. Jetzt machen wir mal ernst hier. Jetzt machen wir es aber ernst. Ich finde es halt beunruhigend, dass du Handschuhe trägst, aber das macht so ein bisschen Angst. Hai hat die 1 und Vanille. Wenn der Vanillepudding Haido self-aware wird. Guck mal. Man sieht die 1 und die 6, die 1 und die 6 sind dann dran. Ich könnte auch switchen und Magician's Choice machen. Ja, richtig. Und ich würde aber nicht merken, ich würde einfach und sterben. Und Marc hat die 6 und die 7. Marc? Du hast schon angegessen? Nein, ich habe einen Pommes gegessen. Marc, ich glaube an dich, es war eine schöne Zeit. Warte, ich muss den Kakao schon mal ready machen. Marc, bist du ready? Nein. Ich auch nicht. Das ist die 6, ja? Ja, mach mal. Also es riecht jetzt erst, für Stufe 6. Es riecht jetzt erstmal normal so. Ey, beiß rein. Ja, ich steck den jetzt rein da.
Ich hätte Schlimmeres erwartet. Ich rieche die Schärfe bis hierhin auch. Das ist absolut krank. Aber vielleicht habe ich noch nichts Scharfes erwischt. Vielleicht war die Soße nicht. Das sieht scharf aus, to be honest. Das hier. Was oben, denn das hier? Das. Jetzt stirbst du. Ja, ich glaube, das ist die scharfe Soße. Warte, dann verteile ich die mal hier rüber. Hättest du nur so reingedippt. Warum guckt ihr mir eigentlich so zu, anstatt das auch selbst zu essen? Weil meins ist nicht so interessant. Auch wenn ich wahrscheinlich sterbe bei der Stufe 1. Oh, jetzt kommt's. Es ist halt einfach normal scharf. Okay, Marc, jetzt bist du dran. Ist normal scharf. Aber du hast vielleicht auch die 7 jetzt gerade, ne? Vor allem, wie es gerade so still wird, auch für den Verkehr. Stille, wir sind alle hochkonzentriert hier. Wollt ihr mich normal verarschen, scharf, oder? Ich merke nichts. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Hi, willst du mal die 7? Nein, auf keinen Fall. Nein, du nimmst das Falsche, Marc. Du musst das hier nehmen. Das sieht nämlich des Todes aus. Ja, das da. Der sadistische Heido. Wenn er plötzlich so dominant wird. Das da, warte. Also ich merke es jetzt so im Nachgang. Aber schön auf die Zunge zergehen lassen. Im Nachgang merke ich jetzt, dass meine Nase fängt an zu laufen. Aber das ist, und es kribbelt ein bisschen im Mund. Aber es ist okay. Oh mein Gott. Ist in Ordnung, oder? Oh. Und? Also so ein bisschen rot wirst du gerade. Ja, du schon ein bisschen. Ich weiß nicht. Magst du? Ich nehme die Nummer 7. Ich probier die Nummer 7. Nee. Ich finde auch. Ich bin gar nicht. Warum ist eigentlich so Spaß daran? Ich werde nämlich auch gleich, wenn du mal als Stufe 1 sterben. Ja, bei Marc, ich find's lecker. Bei Marc kommt so langsam die Tränen noch ein bisschen. Ich find's halt einfach lecker so. Absolut krank. Ist das so? Also noch fühle ich meine Zunge. Noch ist ihn da. Wollt ihr noch eine 9 oder eine 10? Wir haben noch ein paar Stücke über. Wir haben noch mit Burger gegessen. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Ach, ich stell die mal rüber zu euch. Nee, lass mal. Scharf, weil für mich ist es schon scharf. Ja? Ich hast du scharf? ich halte es auch nicht aus, ne? Aber das sieht auch dieses Braune da, seht ihr das? Das sieht sehr gefährlich aus. Marc, das ist richtig am Sweaten, Alter. Richtig am Sweaten da wohl. Amateur. Probier mal ein Stück von der. Welches ist die 7, weißt du das? Das fette Ding da soll ich essen. Alter, das ist einer Marc. Ich rette dich und ich esse das Ding da, okay? Das Monster-Ding. Hi, das ist das tödlichste, oder? Ja, ich glaube, das sieht tödlich aus. Zu honest, das Ding ist, meine Brille fängt gerade an zu beschlagen. Guck mal, wirklich, das beschlägt deine Brille. Okay, das ist die 7, ja? Das ist die Nummer 7. Boah, die 7 ist anders. 777.000. Ich habe gerade die 7 gegessen. Wir wissen das ungefähr. Boah, die 7 ist gut. Die ist echt gut. Mhm. Also die definiere ist, gut. Wenn die Boys schon am Sweaten sind, ne? Die 7 ist gut scharf. Überlebe ich das. Ja, gut scharf ist ganz gut. Ja, die 6 war voll okay. Die 6 war easy, aber die 7, also Respekt, die 7 knallt schon mehr rein. Hi, willst du die 7 machen? Nee. Du weißt, du bist in Berlin Wedding. Wenn du die ganze Zeit irgendwie von so blau flackernden Lichtern angeleuchtet wirst, ey. Schweitertag. Alright, der nächste Tag. Marc. Ja? Wo ist gut verdaut? Ich hab wundervoll verdaut. Mir geht's großartig. Ja? Du lebst? Gestern Abend dachte ich nur kurz so, das könnte vielleicht noch heute Morgen eine lustige Geschichte werden. Aber nee, muss sagen, alles wunderbar. Ja, bei mir auch. Heute Morgen Stuhlgang. So würde ich das Video übrigens auch nennen. Heute Morgen Stuhlgang. Mein Stuhlgang heute Morgen. Nee, Stuhlgang war bestens. Hi, wie war es bei dir nach Stufe 1? Wie war es bei dir? Ja, meine Toilette gibt es nicht mehr. Muss jetzt renoviert werden. Ja, Hi hat gesprengt. Restaurant von Haidos Mama. Kommt doch gerne vorbei hier. Leckere vietnamesische Küche. Super lecker. Alter Verwalter. Also Jay wird ein bisschen sauer sein, dass das frittiert ist, aber ich glaube, das kann er mir verzeihen. Mann, sieht das gut aus, ey. Guten. Guck mal, der Marc, der freut sich. Das ist so. Voll social, ey. Stör mich nicht, ich mache hier gerade Handykram. Achso, oder ja, hi. Ja, ich mache jetzt die Reels. Ja, dann zeig mal kurz hier, was du da gerade machst. Ich schreibe mir die Caption aus. Das Video könnt ihr euch dann reinziehen. Instagram/HiXDo. Oha. Wenn es mich so aus so. Aber guck mal, wie cool das ist, wie man zur Selfie-Mode wechselt. Guck mal, dreimal drücken und jetzt bin ich wieder bei Marc hier. Bam. Krass. Wow. Oha. Jetzt war das nicht. Mann, zurück zu mir. So. Ah. Schon besser.
Oh, noch nicht fertig. So, Gemüse, Reis. Wenn du möchtest, noch mehr Content mit. Kannst du okay. da rein. Und nicht schnell trinken. Langsam. Langsam trinken, okay. Dankeschön. Ich glaube, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Gum earn. Ja. Was haben wir hier jetzt bekommen? Das ist Bubble Tea. Ai, 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 ai. Achso, ja, der Name muss mit drauf. Ja, klar. Kommt gerne vorbei und lasst doch bitte eine Google-Bewertung da oder auch bei Facebook. Lasst gerne eine Bewertung da und ja, ich würde sagen, Prösterchen. Jetzt haben wir hier Bubble Tea gekriegt von dem Haido seiner Mama. Einen auf Anstoßen oder weniger? Oder? Warte, ich muss. Wollt er da einen Boomerang von machen? Ja, dann, guck mal, er macht einen Boomerang. Hai hält sein Handy in der Hand auf Bereitschaft. Okay, und Prost. War gut? Ja. Oder müssen wir es nochmal faken? Also, Mann, dein Gesicht ist ja nicht so ganz drauf, aber... Ja, das ist äußerst optimal. Aber mit dir den Bizep. So hat Bubble Tea zu schmecken. Bubble Tea. 50% Bubble, 50% Tea. Marc, wir wollten jetzt zahlen. Ich habe meinen Teil schon hingelegt. Ja. Wollt ihr einen 20er? Oder noch einen 20er? Oder eher einen 20er? Oder was kostet das? 20er? Dritter Tag. So, Heikstor, erzähl doch mal, was passiert denn jetzt? Ja, also wir gehen jetzt auf jeden Fall tauchen. Genau, wir schnorcheln in Berlin. Aber ohne Schnorcheln. Ja, richtig. Sauerstoff ist ja jede Menge ausgesorgt in Mackis Arsch. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde sie eigentlich ganz nett. Aber oh mein Gott. Oh, ein Feini. So ein Feini, ja. Der Alman Heido. Was machst du da? Das muss doch alles hier. Bro, wir haben September. UV-Aktivität ist gar nicht mehr gegeben, ey. Das ist ja. Nee, das muss alles seine Richtigkeit haben, ne? Ja, gut, dann sollte es seine Richtigkeit. Ja, okay, gut. Hallo, was denn? Jetzt wird hier nicht. Ah, wir sind dran. Oh, perfekt. Ich finde die Arbeitsteilung richtig fair verteilt auf jeden Fall. Dass der Marki mag. Und der Matti strampeln sich einen ab. Und die beiden Genießer genießen. Das ist doch. Auf euch. Optimal. Hashtag Oberschenkelmuskeln. Oberschenkelmuskeln. Oberschenkelmuskeln? Oberschenkelmuskeln. Ja, ich habe so viel SpongeBob konsumiert, es tut mir leid, liebe Freunde. Aber wir kommen voll schnell voran. Guck mal aufs Wasser. Das sagt euch jetzt voll viel, oder? Ja, ne? Finde ich auch. Guck mal aufs Wasser. Ich würde sagen, ich halte jetzt einfach auf den Haido und wir gucken mal, was in der nächsten halben Stunde so passiert. Was jetzt halt? Ja, es ist auf jeden Fall ein riesiger Spaß für die ganze Familie. Was, ist jetzt Stream gemacht oder was? So, jetzt kommen die Wellen hier gleich, kann das sein? Hallo, ja, was? Die fahren wir gleich platt hier aus Versehen, was ist da denn jetzt noch? Ja, die sind dieses andere schnell, ja. Und hui, hui, hui. Also der Hai schreit nicht, also sind sie nicht so heftig. Wir haben die Arbeitsteilung jetzt verschoben. Astrid gibt 120% und der Marki Mark, der meint, da vorne spürt man sogar Fahrtwind. Also hier fühle ich mich total in meiner Rolle. In deiner Rolle? Captain Mark! Land in Sicht! Hier ist überall Land!